Ein Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Italia im Projekt Friendly Challenge mit mir und dem lieben Ausra TV Wahnsinn. und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute, wir haben heute steht wirklich einiges auf der Matte. In diesem heutigen Tag. Wir müssen ansehen. Wir müssen dieses Feld zurückgeben und wir müssen Nee, zwei. morgen erst. Was? Warum? Wir haben heute Nee. Juli, nicht August. Och. Schönes Kinder. Scheiße, Alter. Gut. Dann Dann mache ich halt das wohl. morgen. Öh, Jay, die Laune wieder zerstört. Wo ist denn? Cool. Dann müssen wir. Ja, Moment. Dann steht bei mir sozusagen nichts. Gut, perfekt. Ah ja, das ist schon ein bisschen Saatgut, muss kaufen. Macht denn ihr heute so? Könnte Mal gucken. theoretisch Dreschen fahren. Weiß ich noch? Ja. Nee, ich noch nicht. Satan. Oh Gott, no. Gut. Oh, Ja. das ist ein Schnapper im Angebot. Ja, Jackie, bitte, was wir am neuen Tag vorspulen. Ja, dann wird es mir viel bringen, ja. Hoffen, dass da beim Getreide bis dahin nicht verdorrt ist, aber ich glaube nicht. Muss gucken, ob kannst du es morgen noch dreschen. Ja, heute ist der erste Tag, also ich dreschen können, also eigentlich. Dann geht locker. Was Fabi. sprichst du? Topfwut dazu? Ja. Warte, ich muss noch kurz. Ja, ist gut. Kann Chill. theoretisch weder heute noch morgen was machen, aber. Was? Du weißt gewillt nie, was ein Du. Ist richtig. Nee, morgen kann ich sogar, glaube ich, dreschen. Oder ist nicht Oh. morgen so, ihr Bohnen ernte? Nee, übermorgen. Ah. Ganz PV. Oh. Ja, wobei, warte mal, Juli, war da nicht irgendwas mit Warte mal. Wolle? Nee, die ist im April. Das stimmt. Honig? Februar. Na gut, ist heute 200 Euro drunter, ne. Ja, also von mir aus können wir. Habe auch gerade nachgeguckt. Bei mir ist auch gerade nichts zu verkaufen. Gut, dann. Dann zähle ich mal. So, ich kann Feld zurückgeben. Ach nö. Och nee. Braucht jemand einen Zetter? Ich habe einen Ball Ah! gesehen. Oh nö. Die Ballpresse ist mega günstig.
Ja, keine Kühe, Mann, das ist das Problem. Naja, gut. Große Frage Kann ich mir nicht dazu kaufen. große Nachfrage bei Hingsterbumser. Weißt du, was eigentlich auch ein cooler Mod wäre? Mehr Tiergehege mit rauszunehmen. Da hätte ich jetzt also die Möglichkeit, Kühe zu machen, weil Schweine ist ja. Naja, ist immer scheiße. Scheiße. Ja, ich habe auch theoretisch hier bei mir Schweine. Glaube ich. Aber andersrum, man könnte. Na, ich weiß ja nicht, ob ich da Bock. Weiß nicht, wie schwierig das wäre, theoretisch sowas umzuschreiben. Pacht auflösen, da bekomme ich kein Geld, oder Fabi? Nein. Weil wenn ich es ja verkaufe, dann bekomme ich ja Geld. Hä? Hey. Verlangst du jetzt, dass du dafür Geld bekommst? Nein! Nein, er meinte, ob er dafür dann. Du kriegst ja, es gibt ja den Bug, wenn du verkaufst, oder wenn du gepachtet hast, kannst du ja verkaufen. Deshalb habe ich ja extra danach gefragt. Ja gut. Geil. Das Weintraubenfeld, wo ich mir kaufen will, ist verdorrt. Verdorrt heißt, ich muss es rückschneiden, oder Fabi? Yep. Naja, dann haben wir was gleich zu tun, Leute. Ist doch auch gut. Welche Nummerierung? Die 34 möchte ich gerne. Weiß, dass auch noch ein günstiger Skript, ne? Ja, aber. Ich weiß, dass es günstigere gibt, aber die 34 ist mir so mittelmäßig. Weißt du, was mich auch interessieren würde? Was soll? Angeblich kann das TP. Ja, das probiere ich ja jetzt gleich. Okay. Was meinst du? Was meinst du aber? Ich weiß aber auch gar nicht, ob man jetzt hier hingehen könnte. Ah, okay. 34. Kann man das jetzt umstellen? Achten. 27.000 Euro, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aufgefressen. Aber. Ah, nee. Hier. Nee, warte, warte, warte. War Gräbenzustand? Nee. Ja. Ah, man könnte die sogar wieder ändern, die Weintrauben. Und das Feld mit der Nummer 62 will ich mir auch noch dazu pachten. Hä? Oh. Tauben bei dir sind verdorrt, ne? Ja. Eigentlich ist morgen Ernte. Wie? Geil. Wir könnten die aber über Dings zurücksetzen. Also in Wachstum setzen. Ja, aber das ist ja komisch hier. Moment. Geht das überhaupt mit der F11? Ja, ich probiere das jetzt mal weiter. Ja. Nein. Doch, die sind im Wachstum. Ja, die updaten sich jetzt nach und nach. Ach so, okay. Oder? Bis siehst du das bei dir auch schon? Ja, sicher. Okay. Bis wohin denn? Ach, die drei Stücke gehören mir. Ja, die gehören hier, die drei Stücke. Ah, jetzt steht aber alles im Wachstum. Ja, du kannst nur generell sagen, alles updaten. Ah, okay. Hier ist es jetzt nicht so, du sagst dann halt nur eins, sondern du sagst dann alles. Ah, gut, okay. Perfekt. Aber ist ja eigentlich auch egal. Das ist gut. Okay. Ja, das spielt hier keine Rolle. Gut, wir können Dreschen fahren, Leute. Im Regen. Wir können nicht Dreschen fahren, Leute. Sieht sehr interessant aus hier, wie sich nach und nach jede Rebe updatet. Ja, ist das. Ich hab's auch gesehen. Das ist so richtig Minecraft, wenn du ein Feld hast, was nach und nach wächst. Okay, das kann ich morgen Weintreben dreschen, wollte ich schon sagen. Ja. Ernten. Das Ding kostet in der Miete, wie viel? 7.000 fast. Okay.
Aber ich brauche noch einen Anhänger. Theoretisch, glaube ich, reicht schon der kleinste sogar. Oder meinst du nicht auch? Reicht nicht der kleinste für diese... Du hast auch einen für hinter den Trecker, ne? Ja, eben. Ja, der reicht dafür. So, dann... Ich brauche doch zwingend diese Weinreben-Anhänger, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon. Moment. Kann der Trauben laden? Bin mir jetzt gerade unsicher. Warte, wie sieht denn Traubenanhänger das aus? Doch, brauchst du ja. Okay. Dann nehme ich den kleinsten 16.500. Das reicht schon irgendwie. Hast du eigentlich einen Mulch, ja? Nein, noch nicht. Aber den hole ich jetzt auch gleich ab mit dem Dings da. Ich wollte gerade sagen, ach nee, warte, du musst ja pflügen. Du musst gar nicht grubbern, du musst ja auch pflügen, ne? Tiefenlockern, oder? Ja, tiefenlockern, genau. Pflügen, wie auch immer. Und kalken. Dann hättest du ja volle Effizienz jetzt. Aber ich glaube, düngen. Aber ich glaube, wenn ich dünge und pflügen muss ich doch nicht unbedingt, oder? Das sind doch 5% wie beim Normal. Ja, ist ganz normal. Okay, gut. Dann nehmen wir aber den Mulcher, nehmen wir 4.500 Euro, das ist noch in Ordnung. Dann lass mal nochmal unser Regitrag runterfahren. Oh, was ist denn hier los? Wo? Wo los? Hab doch Fahrzeuge eingegeben, ist Hühnerstall. Ach, cool. Kannst lange warten, bis er ankommt. Hat der einen Beifahrer? Ja, da. Was ist denn das hier? Das ist doch nicht der Sicherungskasten bei Rigitruck, oder? Ja, denn. Hat das Ding überhaupt einen? Ja, hier links sind einfach so Sicherungen von der Seite reingesteckt. Du könntest einfach die Tür öffnen, die Sicherung rausziehen, Tür wieder zu. Oh. Ach ja, jetzt sehe ich den. Und... Das ist auch nicht schlecht. Sag ich richtig, dass der MF hier einfach mitten im Acker steht? Ja, dem ist der Dünger ausgegangen. Gut. Regie, hier kommst du nicht mehr raus. Das sagst du. Oder doch? Was macht ihr da? Nee, ein Dritter kommt hier nicht rein. Das geht nicht. Was ist das denn? Ach, das ist ganz schön wandlastig, das Ding. Ja, wirklich. Hallo. Was fährst du denn für Slalomlinien? Slalom. Slalom. Ich brauch mein Tieflader. Hallo? Hä? Was macht denn jetzt mit dem Tieflader hier? Ich geh raus. Kann losgehen. Bisschen eng, oder? Nö. Latzat. Guck mal hier, wir schmusen mit den Armen ineinander. Verdammt. Dann geht's jetzt runter. Ich hätte auch einen großen Schlepper nehmen können, fällt mir jetzt gerade auf, aber naja. Wie machen wir hier rundum Funzeln hier an, das Überbreite? Warte. Schade, ich hab gedacht, der fährt jetzt deswegen gegen eine Wand. Das schon alles? So. Ja, 35. Weil wir fahren 37. Jo, der fährt auch 43 sogar. Seh's. 20 Minuten noch. Ach, Junge, warum hab ich den Fendt nicht genommen? Was musst du jetzt alles 60, mitnehmen, Alter, dass du den überhaupt mitgenommen hast? Was? Was musst du jetzt alles mitnehmen, dass du den Anhänger mit hast? Den Mulcher kommt in die Front. Der Anhänger kommt hier drauf. Und. Der Anhänger kommt hier drauf? Ja, und ich brauche ein paar Big Bags. Deshalb habe ich den nicht genommen.
Anhänger kommt auf den Rigi-Truck und. Nee, auf den Tieflader. Gut. Dann wird's beim Händlergeschäft voll, weil ich mir auch da ein paar Paperbacks gekauft. Soll ich jetzt auch welche kaufen? Ich habe aber kein Geld. Rigi, irgendwo rechts ist gleich Graben, ne? Und dein Anhänger ist breiter. Wir müssen ja hier links. Weißt du, fährst trotzdem sehr weit rechts. Ja, fürs Auto. Guck mal rechts, da wohne ich. Ups. Ja gut. Hup ist hier. Sitzt bei dir drin, Handtür? Warum hupst du? Da, da, da. Uiuiuiui. Ja, alles gut. Was machst du denn hier, Alter? Genau so, nicht anders. Hab ich den Acker eigentlich gekauft oder gepachtet? Er ist ja gekauft. Hey, was ist denn hier? Munitionsverarbeitung. Ah, toll, dann kann ich den ja sogar durchswitchen. Also, ich sag's dir schon im Voraus. Ich brauch gleich den, den Stapel. Stapelinski. Ja, Stapel den nicht. Stapel. Stapel anders, Apostelkraft. Aha. Stimmt ja, da war ja was. Anhänger ist voll komisch. Oder hat der Traumanhänger eine Anhängerkupplung hinten dran? Der hat er. Ja, dann geht's ja noch besser. Bezweifelt dann, ob wir doch noch die 35 km/h schaffen, aber naja. Perfekt. Gut. Will man den nennen? Was sprechen sie? Sie sprechen gut. Die Dinger sind ein bisschen holperig für den Regetrag, glaube ich. Überhaupt nicht. Na, 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 na. Die Vorderachse schon bei mir in der Kabine liegen sehen. Hallo. Tag. Ui, ist das ein großer Mulcher. Ja, oder? Weißt du, was das Tolle ist? Der Regitrag ist elektrogeladen. Hat Jagi eine E-Tankstelle? Nee. Ja, und kann man kaufen. Ja, ja. Oder wie es Jagi immer macht, zu ergeben. Das Geniale wäre ja, wenn er dann leer ist und im Acker steht. Hast nicht was vergessen, Jackie? Was hab ich vergessen? Ja, muss noch ein Stück. Ah ja. Hast du den jetzt ankuppeln? Ja, okay, gut, ich habe nichts gesagt. Ja, jetzt brauchst du deinen Baumschneidegenäsche und dann ein Ruder. Hab ich schon gekauft. Den Roder, den mietet er erstmal. Achso, Roder miete ich. Das ist mir zu teuer im Moment. So. Bixebäckse. Bixebäckse. Wir nehmen 4 gleich. Hab ich. Ui, auch. Das war teuer. Ich hab gar nicht da drauf geguckt. So. Nein, das kann ich nicht machen. Gut, das kann ich machen. Ich dachte, du brauchst einen Stapler. Ja, ich habe ja gesagt, da war ja was, stimmt. Naja, okay. Die 4 gehen besser mit dem Stapler als vorhanden. Das stimmt. Und dann noch auf den Anhänger? Du musst den Mast nach vorne neigen. Wie nach vorne? Nee, sicherlich nicht. Hallo.
Ja. Ach doch, du musst den Mast nach vorne mit neigen. Den bringt auch gleich mit. Ist das auch einer von mir? Ja. Mast nach vorne. Nee. Versuch auch mal senkrecht in eine Palette reinzufahren. Ich bin nicht senkrecht. Ich glaube, du hast falsch geguckt, Junge. Also von hier aus sehe ich exakt, wie der Mast im Verhältnis zu den Big Packs steht. Ja, das ist gerade. Ja, jetzt. Hoppa! Das war diesmal nicht mit Absicht. Bin ja ganz schön hin und her geflogen. Naja, so wärst du dich gerade bewegt. Ich hab schon gerade Angst, ob das ganze Big Packs hier runterfallen. Ist ja nicht so schlimm. Na 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 na. Hey, jetzt steht ja schon wieder jemand hier mit dem Kopf in der Kabine. Oh, hey. Abfahrt. Zeig mal, was die Möhre kann. Überholt. Jawohl. Das ist ein stehendes Fahrzeug. Respekt. Ja, das geht noch. Der Junge, wenn er in der Stadt an parkenden Autos vorfährt. Überholt, 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 überholt. Anderes geht's ja nicht mit dem Regentrakt. Wow, ich hab heute 80 Fahrzeuge überholt. Ja. Rekord. Jackie im Parkhaus. Jo, 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 jo. Ein Auto nach dem anderen. Ja, gut. Hab ich gesagt, wir schaffen die 35 km/h nicht? Wir sind gleich bei 45, auch wenn er nur 43 kann. Ach, keine Sorge, Jackie, es geht gleich ein bisschen bergauf. Ach, nee, geht's nicht. Aber, meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.